Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei Siberia. Unser tapferer Pilot hier hat uns beim letzten Mal eine Blutprobe von sich gegeben und jetzt sollte es uns doch gelingen, die Apparatur da oben in Gang zu setzen, damit wir hier seine Kapsel hochziehen können. Hashtag Arschfalte. Nun ja. Setzen wir das Ding mal ein. So, an ist es. Jetzt muss man das nur machen. Ich denke mal, wir müssen es drehen. Hä? Aber ich habe doch eine Blutprobe. Hä? Aber warum geht es jetzt nicht? Ich bin erschüttert. Tja. Vielleicht ist es ein Bug. Ich mache das System nochmal aus, mache das Ding nochmal rein. Jetzt nochmal an. Wieso? Wieso geht es nicht? Tja, wenn das so ist, muss ich mal kurz nachlesen, ob da hier irgendwie dann so ein Bug ist, wenn man das aus Versehen vorher schon betätigt hat. Ich melde mich dann gleich wieder, also bis gleich. Okay, da bin ich wieder und ja. Man muss erst die untersuchen lassen. Alkoholspiegel ist zu hoch, toll. Oh, kaputt. Au. Dann nehmen wir eben unser eigenes Blut, was soll's, ne? So. Alles klar. Ich glaube, ich habe verstanden, wie das funktioniert. Setzen Sie sich. Es geht los. Nö, 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 nö. Herr Oberst, alles in Ordnung? Wie fühlen Sie sich? Ich glaube, der kotzt gleich. Sehr gut. Mir ist etwas schwindelig. Das bin ich gewöhnt. Ich bin ein erfahrener Pilot. Ich... Okay. Jetzt läuft er da. Aber ich denke, wir müssen, wenn er dann da drin sitzt, hier den Abschlussknopf drücken. Fräulein Walker, empfangen Sie mich? Mhm. Roger? So richtig nicht. Sprechen Sie bitte lauter. Ich bin bereit. Drücken Sie auf den Befehl zum Abschuss. Sie sitzen noch gar nicht drin. Aber bitte. Sapusk. Nacho. Start wurde eingeleitet. Countdown läuft. Herr Oberst, Sie haben etwas vergessen. Das Geheimnis des Zeppelins. Was muss ich tun? Schnell! Zeppelin? Lenkbar. Man muss den Arzt entlassen. Die Hilfe war ja erstaunlich. Ciao. 10, 9, 8, 7. Ja, mir geht's super. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start. Ui, ui. Ui, ui. Ich hoffe, wir haben ihn nicht in den Tod geschickt. So richtig geholfen hat er uns jetzt irgendwie auch nicht, ne?
das nicht. Mal gucken, ob wir das jetzt so schon hinbekommen. Das funktioniert wohl nicht. Hat ja irgendwas gesagt mit lenkbar. Hier sind Räder. Tja. Tolle Wurst, ne? Moment. Nee. Hier liegt was. Lass dir Zeit, Kate. Auch das stecke ich in meine Bluse. Was ist denn? Eine Kurbel. Können wir die direkt am Zeppelin anwenden? Bei dramatischer Musik? Ist das vielleicht möglich? Wir werden es wissen. Tja, aber hier ist ja keine Möglichkeit, ne? Kurbel und Schraubenzieher und eine Wodkaflasche. Ach, Moment. Ich will noch ganz kurz die anderen Dinge, die wir im Inventar haben, hier versuchen. Nur für den Fall der Fälle, ne? Was schon. Ja, Oskar, es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich wieder da bin. Wo könnte man denn eine Kurbel benutzen? Das wäre jetzt wirklich gut zu wissen. Wir gehen nochmal kurz hier hoch. Vielleicht ist es ja hier. Vielleicht auch nicht, ne? Hier ist gar nichts mehr. Das ist so toll. Dann gehen wir nochmal zurück zu seinem ursprünglichen Hütchen da. Fragen über Fragen. Hier ist nur die Wanne, wo wir ihn so nett aufgeweckt haben. Das wird er bestimmt auch in guter Erinnerung behalten, unseren Besuch. Vielleicht hier drin. Schöne Seppa.
Keine Ahnung. Aber davon wie immer ganz schön viel. Hier, Kate, trink mal. Kann er die Dinger auch nicht untereinander kombinieren? Ich glaube, ich bin doof. Aber mir fällt hier gerade noch was ein. Kann es sein, dass wir noch nicht überall waren? Wir sind doch, wo ich doch gesagt habe, ich gehe jetzt rechts rum. Da ging es doch noch links rum, oder nicht? Ja, hier ging es doch noch rum. Vielleicht ist hier das Rätsels Lösung. Es ist alles möglich. Hier hockt einer und guckt uns an. Dann gucke ich doch gleich mal zurück. Ist hier nicht ein Loch? Kann man nicht hier vielleicht das reinstecken? Oh, Adler. Episch, episch, episch. Okay. Ein Kampfadler. Und er hat die Vögel vertrieben. Das ist gut. Vielleicht war das schon das, was wir tun mussten, um hier... Ich meine, den Schraubenzieher haben wir ja auch schon benutzt, also der ist vielleicht einfach nur so noch im Inventar. Eine Treppe. Das hat vielleicht nichts zu bedeuten, das heißt, vielleicht können wir jetzt direkt losfliegen. Juhu, das wäre so schön. Also schön... Kate... Ich weiß auch, warum sie ihr den Namen Walker gegeben haben. Und nicht Kate Jogger. Oder Kate Runner. So. Da geht's hinauf. Hoffentlich ist der Weg jetzt frei. Wir drücken mal die Daumen. Ja. Coole Sache. Ich glaube, da hinten ist der Kurort. Der war auch schon mal besser in Schuss irgendwie. Ich frage mich gerade, wie lang dieses Spiel denn wohl sein wird. Also wie gesagt, ich habe ja am Anfang vom Let's Play erzählt, ich habe das bisher noch nie gespielt. Merkt man vielleicht auch daran, dass ich dann für manche Rätsel etwas länger brauche. Und habe jetzt auch gar keine Vorstellung von den Spielstunden. Aber wenn ich jetzt überlege, wie weit oder wenig weit wir eben im Moment erst sind, dann glaube ich, haben wir da ziemlich lange Freude dran, was ich echt cool finde, weil die meisten Spiele sind leider viel zu schnell vorbei. Aber wir sehen auch hier, also
Der Verfall macht vor keinem Ort hier Halt, an dem wir irgendwie sind. Schon wieder ein Anruf. Hallo? Was treiben Sie denn, Kate? Haben Sie vergessen, dass ich dringend auf Nachricht von Ihnen warte? Aber nein, Herr Marson, ich hatte Ihnen nur nichts Neues zu berichten. Kate, ich glaube, Sie machen sich nicht klar, wie dringend die Situation ist. Universal Toys fragt dauernd nach. Ich weiß nicht mehr, wie ich Sie noch hinhalten soll. Sie bringen die gesamte Kanzlei in Schwierigkeiten, Kate. Es tut mir wirklich sehr leid, aber ein kleiner Zwischenfall hat mich kurzfristig von meiner Mission abgebracht. Fräulein Walker, Sie scheinen gefährlich von Ihrer Aufgabe abzuweichen. Ich darf Sie daran erinnern, dass diese Angelegenheit oberste Priorität ist. Hat. Darüber bin ich mir durchaus im Klaren. Glauben Sie mir, ich tue mein Bestes, aber diese Mission ist alles andere als einfach und noch dazu ziemlich anstrengend. Sie können sich ja davon erholen, wenn Sie wieder hier sind. Bei meinem nächsten Anruf erwarte ich etwas Handfestes. Ich will Ergebnisse sehen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja, Herr Marson. Marson. So, dann steckt das mal weg. Oh, hier geht's raus. In die Wildnis. Ja, mit viel Fantasie kann das Aralbad heißen. Sieht dabei aus wie erste Schreibschriftversuche eines Zweiklässlers. Hier ist der Bahnhof. Vielleicht können wir hier unseren Zug herholen. Das wäre doch schön. Aber wir müssen ja erst Oskars Hände wieder haben. Das heißt, wir müssen so oder so zurück. Okay, ich glaube, hier gibt es sonst nichts. Auf der anderen Seite vielleicht. Ja, hier ist doch so eine Aufziehmaschine. Das ist wunderbar. Das heißt, wir kommen auch später wieder hierher mit dem Zug. Okay. Ich glaube, das braucht uns im Moment noch nicht kümmern. Jetzt gehen wir mal hier rein. And here is the door. Hotel. Oh, guten Tag. Wer sind Sie denn? Guten Tag. Guten Tag, gnädige Frau. Willkommen im Hotel Kurunski. Ich darf davon ausgehen, dass Sie nicht reserviert haben. Ja, richtig. Kein Problem. Wir haben noch Zimmer mit Blick auf das Meer frei. Ich kann sie Ihnen wärmstens empfehlen. Eigentlich brauche ich gar kein Zimmer. Ich habe nicht vor, hier in Aralbad zu bleiben. Ach, was kann ich dann für Sie tun? Mission? Ich würde gerne jemanden treffen, der hier im Hotel wohnt. Zu ärgerlich, aber keiner unserer Gäste hat mich darüber informiert, dass er jemanden erwartet. Sehen Sie, wir haben da recht strenge Vorschriften. Ich bedauere, aber in der heutigen Zeit werden, unerwartete Besuche von der Direktion nicht gerne gesehen. Hören Sie, ich muss unbedingt mit der Person reden. Es ist sehr wichtig. Wenn es wichtig wäre, hätte das Hotel benachrichtigt werden müssen. Unsere Gäste kommen zu uns, um sich zu erholen und ein wenig Abstand von einer Welt zu bekommen, in der heute leider einiges schiefläuft. Wem sagen Sie das? Aber ich will Sie nicht länger aufhalten. Ich versichere Ihnen, wenn ich diesen Besuch geplant hätte, hätte ich Sie auch benachrichtigt. Bitte verstehen Sie doch. Gnädige Frau, unser Hotel heißt Sie nicht willkommen. Oha. Krasser Typ. Na gut, trotzdem, vielen Dank. Gern geschehen. So, und während du da hinten hier Fußball guckst, werde ich jetzt deine Unterlagen klauen. Okay, oder auch nicht. Ja. Wohl... Ups. Ich werfe mit Kugelschreibern. Bulvushoi Hotel Kronski. Ich weiß nicht, warum hier ein W ist, aber... Bolschoi ist, glaube ich, groß. Ja. Das merkt er bestimmt nicht, wenn ich vorbeigehe. No, 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 no. Oder in die Putzkammer gehe oder so. Hallo? Wo ist meine Spielfigur? Oh nein. Er flucht beim Fußball gucken. Was haben wir jetzt da überhaupt mitgenommen? Was ist das denn mit der Waschmittel? Diese Tür ist verriegelt, aber ich muss da rein. Ja, Tor
Ja, toll, super toll. Wenn ich jetzt da nach vorne gehe, bleibt er dann da sitzen? Auf jeden Fall ist der Empfang sehr schlecht. Hier, das kann ich doch nehmen. Nein! Ich dachte, wir klauen jetzt da was. Entschuldigen Sie die nochmalige Störung, aber ich muss unbedingt mit Frau Romanski reden. Das können Sie vergessen. Alle Zugänge zu unserem Hotel sind verriegelt. Warum sagen Sie mir das? Warum? Nur so. Für den Fall, dass Sie vorhaben, hier rumzuschnüffeln. Wissen Sie, die Zeiten haben sich geändert. Deshalb sahen wir uns auch gezwungen, dieses Sicherheitssystem zu installieren, um uns unangenehme Personen vom Leib zu halten. Genau wie den Sand und das Salz. Mhm. Ach, so ist das. Nochmals vielen Dank für Ihren freundlichen Empfang. Ja. Na gut, trotzdem vielen Dank. Tschüss. Gern geschehen. So, der setzt sich jetzt hoffentlich wieder. Oder auch nicht. Gut, um die hier Türen und das Weitere kümmern wir uns beim nächsten Mal. Für heute verabschiede ich mich schon wieder von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaut doch morgen wieder rein. Um 12 Uhr geht's weiter mit Siberia. Oder Siberia, wie es eigentlich heißt. ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Nachmittag. Schaut doch gerne mal noch meine anderen Let's Plays an, die aktuell auf dem Kanal laufen. Ich würde mich freuen. Bis dahin sage ich, wie immer, tschüss und auf Wiedersehen.